Eine Kugel in den Schädel wäre leichter. Das ist nicht der Wille des Vaters. Bring ihn zu John. Er wird sich seine Beichte anhören. Guten Morgen übrigens. Meine Eltern waren die Ersten, die mich die Macht des Wortes Ja lehrten. Eines Nachts brachten sie mich in die Küche und warfen mich zu Boden. Und ich erduldete Schmerz und Schmerz und Schmerz und Schmerz. Und als ich dachte, ich halte es nicht länger aus, tat ich es. Und plötzlich brach etwas aus mir heraus. Ich hatte keine Angst, ich war klar. Ich blickte zu ihnen auf und fing an zu lachen. Alles, was ich sagen konnte, war ja. Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich Ja sagen konnte. Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue. Aber es war Joseph, der mir zeigte, wie selbstsüchtig ich war. Immer empfangend, immer nehmend. Das beste Geschenk erhält man nicht, sondern man gibt es. Geben erfordert Mut. Den Mut, Sünde zu gestehen. Sie sich ins Fleisch zu ritzen und ihre Last zu tragen. Und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ich werde dich Mut lehren. Ich lehre dich das Wort, ja. Damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei. Frei. Erst dann kannst du wirklich anfangen, Buße zu tun. Also wer möchte zuerst? Wer möchte zuerst, ey? Nur zur Info, Leute, warum wir diese Kotze... Ich mache jetzt erstmal gar nichts. Ich will nicht. Ich wurde gefangen genommen. Und konnte gar nichts machen so. Das waren so krasse Gegner. Nö, mach ich nicht. Okay. Du wirst es nicht bereuen. Ich weiß. Versprochen. Bevor wir anfangen. Ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson zurück in ihr Zimmer geht. Eine Beichte ist etwas sehr Privates, oder nicht? Ich bin nicht hier, um ein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Ich werde dich öffnen. Und deine schlimmsten Ängste hineingießen. Und wenn du daran erstickst, werden sich deine Sünden offenbaren. Und erst dann wirst auch du die Macht des Ja verstehen. Das ist so krass Psycho, Leute, ey. Das ist echt nicht gut für Montagmorgen. Bin gleich zurück. Sorry, Leute, aber Far Cry. Holy shit, Mann. Was tue ich jetzt?
Ich will sagen, ich tue gar nichts. Da ist ein Koffer. Oh, ich kann da vorne rum. Kann ich mich auch drehen? Ich kann nur nach vorne rum. Machen wir die Treppe runter. Ciao, Leute. Habe ich ein Glück, ey. Also, ich wurde gefangen genommen von NPCs und konnte mich dagegen gar nicht wehren. Deswegen geht es heute bei dieser Cutscene los. Nicht wundern, dass das der letzten Folge ein bisschen der Zusammenhang fehlt, aber das Spiel hat mich einfach hier, obwohl ich Escape gedrückt habe, wieder rausgeschmissen. Also, da oben war definitiv ein Rohr. Den Koffer hole ich mir auch. Wer hängt da denn ab, ey? Dann war auf jetzt abzuhängen. Wem den Sturz bewegen? Ich bin schon längst runter. Okay. Einmal ab durch die Kanalisation, so wie es aussieht. Und ich möchte John danken. Ja, danke John. Möchtest du auch schon danken? Schade, dass ich keine andere Waffe finde. Oh, habt ihr den gerade vorne glitschen sehen? Ich bin gespannt, ob ich hier noch mehr Leute befreien kann. Versuche dich nicht dagegen anzuhören. Ich befreie dich von dieser Last. Ich helfe dir zu beichten. Komm schon mal auf den Riegel. Kann nicht so schwer sein. Die Leute. Okay. Das ist ein scheiß Move von mir, Alter. Klingt wie eine Krähe. War wohl doch keine Krähe. So, was macht er mit Frau Hudson? Alles sofort. Jetzt schon. Also, gestatte ich dir Zeit erzauern. Lass ihn deinen Körper füllen und deine Seele verzehren, denn am Ende bist du doch nur ein leerer Körper. Aha. Gute Geschichte. Genau hier warten. Okay.
Ich glaube, ich habe den jetzt sozusagen eingesperrt, oder? Oder haut jetzt ab hier. I don't know, Alter. Ah, Gas. Ich glaube, ich sollte gehen. Gebt ihm all den Jetson, den er verdient, Brüder. Sagt ja! Gebt ihm mein Leben im Namen des Vaters. Oh, shit. Ich will die Shotgun haben. Okay, war keine Shotgun, auch nicht schlecht. Lasst ihn sich an seiner Sünde laben! Lasst ihn daran ersticken! Scheiß Drogen, ey. Schule dich in deiner Sünde, auf dass du siehst, wie vergeblich du dich mühst! Erstmal alles looten, ganz wichtig. Deine Sünde verzeiht. Mach dich blind gegenüber dem Leid, das du verursacht. Sie gestattet dir, Menschenleben einfach so auszulöschen. Hast du überhaupt jemals über das Töten nachgedacht? Die Engel schreiten über die Sünder. Jagt den Sünder aus der Anlage. Soll er fliehen? Soll er sich verstecken, denn egal wohin er geht, Gott wird uns zu ihm führen. Ihr Penner, Mann, Alter. Geht mal nicht so auf den Sack hier. Siehst du? Das ist die Macht des Ja! Ich will da nicht verschwinden, Mann. Ich will die alle platt machen. Deinen Jetson in dich hinein. Denn wenn du das nicht tust, wenn du hier bleibst, lasse ich deine Prinzessin. Halt! Wow, wow, wow! So haben wir nicht gewettet. Alter, wie kannst du denn drauf hier? So ein Geschütz oder was ist das schon, ne? Da schießt auf jeden Fall was Großes auf mich. Heli? Ah, ich hau rein, Leute. Das ist mir dann doch zu gefährlich. Ich meine, das Ziel ist auch entkommen aus dem Gebiet und nicht kämpfe gegen die Helikopter. Ziemlich heftig, das Ding da, wo ich gerade drin war. Wirklich heftig, ey. Ey, Musik, komm mal klar. Danke. Ich hab die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Ich hab gehört, dass John dich erwischt hätte und hab mir schon Sorgen gemacht. Zum Glück hast du es überlebt. Das mit Hudson tut mir leid, aber ohne Johns Schlüssel können wir nichts reißen. Okay, ich war hier oben gerade. Da ist auf jeden Fall die Hölle los gewesen. Indem du seinen gesamten Laden in Schutt und Asche legst. Also halt dich ran. Die Beichte. Leider konnte ich die Tante nicht befreien, was sehr schade ist. Ja. Aber war ziemlich heftig, gegen die Jungs zu kämpfen. Jetzt auch gerade mit dem wenigen Mitteln, die ich hatte an Waffen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet, wenn ich mal eine Woche lang eine Folge Koop aufnehme. Man kann es auch zu zweit spielen. Mein Gedanke war nämlich ein bisschen... Was war das denn jetzt von der Durchsage? Mein Gedanke war nämlich mal ein bisschen zu grinden, die ganzen Nebenmissionen zu machen und die Hauptmission eben als Let's Play hier weiter aufzunehmen. Was sind das für komische Ansagen hier? Warum kommt da immer so ein Funkloch? Auf jeden Fall wieder Waffen.
Was ist denn das? Bisschen komisch, oder? Dass immer diese komischen, die Funkansagen hier so halb durchkommen. Was ist das? Warum ist das so? Oh, das ist Wasserflugzeug. Hier müsste aber auch ein Quatsch stehen anscheinend. Wo ist das denn? Ah, hier. So. Unser Weg führt uns jetzt erstmal... zum Prepper-Versteck. Habe ich das eigentlich schon gesammelt, oder... Erstmal weg hier, würde ich sagen. Ich seh's. Ich seh's. Ich markiere den Gegner. Wo? Oh. Flugzeug. Schade, aber ich habe keine Waffen. Der Typ in dem Flugzeug ist auf jeden Fall krass drauf. What the fuck? Leute, danke fürs Reinschauen. Nächste Folge morgen. Das war ein schnelles Ende.